Ich habe hier zwei wunderbare Gäste, den Eugen und den Tobi, denn wir führen so ein bisschen unseren Talk von vorhin weiter über verfolgte Christen, was wir alles von ihnen lernen können. Und ich glaube, das ist einfach so viel. Ich bin jedes Mal inspiriert, als ich bei euch war, bei Open Doors, aber auch jetzt diese Celebration wieder. Und vielleicht zur Anfangsfrage, also so viele Bibeln habt ihr schon geschmuggelt. Warum glaubst du, dass die verfolgten Christen immer Bibel wollen, dass die sogar ihr Leben dafür riskieren, eine Bibel in der Hand zu haben? Also eine Bibel oder anders. Christen werden verfolgt, wenn sie die Bibel nicht nur lesen, sondern wenn sie sie leben. Und ich glaube, das ist eine Konsequenz, dass Christenverfolgung stattfindet, weil Christen sagen, ja, also ich nehme das Ding für voll. Ich lese das und ich mache das, was dort drin steht. Und ich glaube, das ist ein Impuls für uns, dass wir sagen, okay, hey, das müssten wir mal leben. Aber auf der anderen Seite, das, was ich glaube, was sie begeistert, ist, dass die Bibel für die verfolgte Kirche geschrieben ist. Das heißt, du findest auf jeder Seite der Bibel irgendwie Stories, wo Menschen einen Preis dafür zahlen, dass sie Gott nachfolgen. Und das heißt, sie können sich total stark damit identifizieren. Sie wissen, okay, also das Buch spricht in mein Leben. Und das ist etwas, wo sie sagen, dieses Buch ist für mich geschrieben. Das andere ist, sie glauben an die Kraft in diesem Buch. In Epheser, in der Waffenrüstung, lesen wir von ganz viel Verteidigungsgegenständen. Und ein Gegenstand ist zum Angriff da, und das ist die Bibel. Damit greift man an. Und das ist auch das, was passiert. Sie wissen, dass wenn sie das Evangelium raushauen wollen, überall dort, wo sie unterwegs sind, vielleicht an den gefährlichsten Orten dieser Welt, brauchen sie die Bibel, weil das ist das, was Wort Gottes ist. Auf der anderen Seite, ich habe es vorhin schon erwähnt, es bestimmt die Kultur oder es lehrt uns die Kultur des Himmels. Und wir denken oft immer, ja, ein paar Passagen sind ganz cool, aber ein paar Passagen nicht so. Aber dieses Buch von 1. Mose bis Offenbarung, sie zeigt uns, wie es einmal im Himmel sein wird. Und deswegen identifizieren sie sich ganz stark mit diesem Buch, denn sie verstehen auch, dass sie hier geblieben sind auf diesem Planeten nicht aus Versehen, als sie zu Jesus gekommen sind, dass Gott sie irgendwie dagelassen hat, in Leid, sondern sie verstehen, da in diesem Buch steht ein Auftrag drin. Und diesen Auftrag möchten wir ausführen, noch mehr Menschen mit diesem Wort in Berührung zu binden. Und also es gibt ganz viele Gründe, warum verfolgte Kirche sagt, dieses Buch spendet uns Leben. Und ich glaube, das Größte, was wir in diesem Buch sehen, ist, dass Gott selbst spricht. Eigentlich gibt Gott sich selbst. Richtig stark. Tobi, jetzt ist es bei uns im Alltag vielleicht so, wir sind nicht so unter Druck. Wir haben manchmal nicht so den Need, Bibel zu lesen, weil es, ja, ich kann ja mein Handy an Bibel-App aufmachen oder Instagram-App, ist ja eigentlich egal. Was würdest du uns jetzt als Next Generation als Tipp geben? Hey, wie kann ich da von der verfolgten Kirche lernen, wirklich zu sagen, hey, das ist das wertvollste Buch, das ich habe? Also ich glaube, es ist nicht nur die verfolgte Kirche, sondern die erste Kirche hat das genauso gelebt. Also das heißt eigentlich von der ersten Kirche lernen. Und ich glaube, der Teufel wird zwei Sachen probieren bei dir. Die erste ist, entweder durch Verführung oder Verfolgung verhindern, dass du verstehst, dass Christus in dir lebt, was der Eugen heute eine super Message gehalten hat, und in diese Autorität vorwärts gehst. Entweder Verführung durch lauter andere Themen, irgendwelche Theologien, irgendwelche Ablenkungen, irgendwelche Sexualitätssachen oder durch Verfolgung. Und ich habe das Gefühl, im westlichen Bereich ist nicht so sehr Verfolgungsthema, sondern Verführung klappt so gut bei uns, durch mediale Verführung etc., dass Verfolgung er gar nicht mehr braucht, weil die Mehrheit der Christen eben die Bibel nicht aufschlagen. Deswegen würde ich sagen, probier es unbedingt mal aus, mach mal einen Test. Einfach mal 2-3 Wochen lang täglich die Bibel aufzuschlagen. Wir haben auch ein Bible Journal zum Beispiel rausgebracht zu dem Thema, das dir sehr helfen kann, einfach mal anfangen, Bibel zu lesen. Schreib auf, was für Gedanken hast, und wert es nach 2 Wochen oder einer Woche mal aus, ob dein Alltag anders wird. Und ich verspreche dir, wird anders. Mega stark. Was ich inspirierend finde oder auch irgendwie faszinierend finde an der verfolgten Kirche ist, es hat ja keine Altersbegrenzung. Also es fängt von 0 Jahren an, wenn du in einer christlichen Familie bist, und hört jetzt nicht bei 65 auf, wenn du in die Rente gehst. Und irgendwas würdest du sagen, was sind so Geschichten oder Momente, wo du merkst, hey, da können wir als junge Generation auch von jungen verfolgten Christen wirklich von ihrem Mindset, von der Art und Weise, wie sie Jesus nachfolgen, einfach lernen? Ich bin in einem Safe House. In einem afrikanischen Land. Ein Safehouse ist ein Ort der Zuflucht für ehemalige Muslime, die jetzt Christen geworden sind. Das heißt, sie sind dort, weil sie sich verstecken müssen. Die Families haben sie verstoßen, sie haben niemanden mehr, der sich um sie kümmert aus ihrer Family, und so müssen sie sich verstecken. Und wir sind an so einem Ort. Wir kommen dorthin und wir sprechen mit ihnen, und dann sagen sie irgendwann mal, es sind 35 junge Menschen. Also die waren alle, keine Ahnung, so um die 16 bis, I don't know, 35.
Und sie sagen, wir wollen euch eine Kostprobe geben von dem, was wir hier so machen. Und dann fangen sie an, Bibelverse zu rezitieren. Also so auswendig aufsagen. Wo du dann denkst, okay, was wird das? Okay, und dann machen sie das, 2 Minuten, 5 Minuten. Und ich bin schon komplett in meiner Verlegenheit, weil ich denke, mit meinen 35 Bibelversen, die ich auswendig kenne, bin ich komplett am Ende. Und sie machen das über 15 Minuten lang. Und ich stehe dort in der Tür und ich bin am Flennen, wie ein kleines Mädchen. Und ich denke nur, was passiert dort gerade? Und ich frage den Leiter, warum macht ihr das? Und er sagt, wir möchten Wort Gottes in uns tragen, um das an Orte zu bringen, wo wir eine Bibel nicht mitnehmen können. Das heißt, sie gehen wirklich an die Orte, wo sie verstoßen wurden, zu ihren Familien, zu den Orten, wo sie vielleicht auch ganz starke Verfolgung erleben, um gerade von dieser lebensverändernden Message weiterzusagen. Und sie können dort keine Bibel mitnehmen und sie sagen, deswegen lernen wir das auswendig. Und ich sage, ja, wie viel lernt ihr denn auswendig? Und die sagen, 1990 Bibelverse. 1990 Bibelverse. Und ich war platt. Und ich sage, wie kommt ihr auf diese Zahl? Und er sagt, es ist alles wörtliche Rede von Jesus. Alles das, was in der Bibel wörtliche Rede von Jesus, was Jesus spricht, das wollen wir auswendig lernen. Und ich glaube, das ist etwas, was unfassbare Kraft hat, wenn wir sagen, wir möchten Gottes Wort auswendig lernen und das wirklich auf unserem Herzen tragen. Ich glaube, das ist eine Lesson, die unfassbar viel bewirkt. Das ist auch das, was Tobi vorhin gesagt hat. Wenn wir sagen, das ist echt Gottes Wort. Ja, eigentlich, wenn das, was du auch gesagt hast, hey, wir leben das Evangelium und du bist Zeugnis, auch manchmal ohne Worte. Also mega stark. Jetzt bin ich in meinem Alltag, habe vielleicht noch Uni-Zeugs, habe nicht die Zeit, oder ich denke, ich hätte nicht die Zeit, 1900 Bibelverse auswendig zu lernen. Tobi, was gibst du uns für einen Tipp, wirklich das zu lernen? Hey, ich trage Wort Gottes in mir, ich meditiere darüber. Wie kann ich das ganz praktisch in meinem Alltag erleben? Als erstes ist mit der Zeit, merke ich schon bei mir selber, man muss nochmal auf seinem Handy die Bildschirmzeit der letzten Woche durchgehen und schauen, wofür man Bildschirmzeit verwendet hat. Und du wirst merken, du wirst 10 Minuten am Tag finden, wo du irgendwas nicht so Sinnvolles gemacht hast und das auch machen könntest. Das heißt, als erstes würde ich sagen, es ist eine Entscheidung, sag Gott, hilf mir, dass du mir hervorbringst und dass ich auch dort reinwachsen kann und vor allen Dingen, dass ich es mal ausprobiere. Weil ein entscheidender Punkt ist, das Wort Gottes auszusprechen. Also was hier die Brüder und Schwestern machen, sie sprechen das Wort Gottes aus. Was Wort Gottes in deinem Mund hat die gleiche Autorität wie Gottes Wort in Gottes Mund. Es passiert etwas. Das nennt man proklamieren. Und man kann es mal mit einer Stelle anfangen. Ich habe mit Psalm 23 mal angefangen, was konnte ich mir gut merken. Und ich hatte nur den ersten Vers. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder ich konnte das über jemanden beten. Ich spreche der Person zu. Der Herr ist dein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und einfach, ich habe es angefangen auszusprechen. Und dann merkt man, wie Glauben kommt. Aber man muss sich mal trauen, einfach es auszusprechen. Und wenn du keine Small Group hast, schreib uns gerne, weil ich glaube, eine Small Group ist ein Ort, wo man das gut trainieren kann gemeinsam. Ja. Und was mir vielleicht noch ganz praktisch dazu hilft, ich habe jeder hat so eine Notiz-App und ich habe einfach zu Themen Bibelverse mal sortiert, weil ich gemerkt habe, also ich kenne meine Bibel noch nicht immer so gut, dass ich ganz genau weiß, ah ja, da steht jetzt was zu Schmerz und hier was zu fürchte dich nicht. Und das einfach als Tipp, mach's dir einfach. Wir haben geile Geräte, wir haben coole Tools, deswegen nutzt doch eine Notiz-App, google einfach, hey, was für Bibelverse gibt es für die und die Situation und probier es einfach mal aus, das immer available zu haben, in der Bahn durchzuführen. Zu lesen, da wo du sonst vielleicht auf Insta oder sonst irgendwo wärst. Und was ich auch noch richtig, das geht noch nicht in meinen Kopf rein, weil ich das aus der westlichen Welt gar nicht so kenne, dass wenn man mit so viel Schmerz konfrontiert ist, also wirklich gefoltert wird und man ständig eigentlich so eine Dunkelheit um sich herum hat, wie diese Christen eigentlich so eine Hoffnung haben und sagen, ich glaube an den lieben und guten Vater. Ich kenne es aus meinem Alltag, sogar aus meinem Umfeld, dass wenn irgendwas passiert, was nicht also für meinen Willen ist, wo ich denke, ah, da hat Gott andere Meinung, zweifle ich eigentlich schon dran, ah, meint Gott überhaupt gut mit mir? Und die haben aber so einen Glauben an einen liebevollen, guten Vater. Und so meine Frage, was denkst du, warum haben die so einen Glauben inmitten von diesem krassen Schmerz, dieser krassen Verfolgung, dass sie immer noch an den guten Gott glauben? Also erstmal ist es so, dass wenn du nichts mehr hast, klammerst du dich an alles. Und ich glaube, diese erste große Lüge, die musst du verstehen, ist, wenn du in Schwierigkeiten bist, wenn du angegriffen wirst, wird der Feind dir immer sagen, du bist alleine damit. Egal was für ein Thema, ob du das hier in Deutschland machst oder irgendwo ganz weit weg, du bist alleine, der gerade leidet, du bist alleine, der gemobbt wird, du bist alleine, der gerade in der Gefängniszelle sitzt, kein Mensch kümmert sich um dich. Wo sind die Christen, die dir zur Seite stehen? Und das ist das, was der Feind immer wieder hineinsprechen möchte in unser Leben. Und deswegen ist Gemeinschaft, glaube ich, so wichtig.
Ich hab eine Story, die wirklich ganz frisch ist, von einem Ehepaar, was grausam verprügelt wurde in Indien. Und unsere Mitarbeiter dort sagen, wir möchten am selben Tag noch da sein. Und sie sind unterwegs in dieses Dorf hinein, aber sie sind ja auch Christen. Das heißt, sie müssen ja irgendwie clever sein, wie sie dort reinkommen können. Und sie kommen dorthin, fahren erstmal zum Dorfältesten und haben auch diese orangenen Tücher um, dass es aussieht, als ob sie Hindu-Nationalisten sind. Und sie kommen dort mit voller Selbstbewusstsein zum Dorfältesten und verhören ihn richtig. Und der Dorfälteste glaubt, sie sind von der Polizei aus der Stadt. Okay? Sie machen nur das Verhör, der erzählt ihnen alles. Und dann gehen sie zu den Nachbarn und fragen sie aus und verhören sie. Und die Nachbarn erzählen natürlich alles. Und dann sagen sie, okay, jetzt ihr Nachbarn, lasst uns mal jetzt darüber gehen, dass ihr diese Anklage nochmal neu wiederholt. Und die Nachbarn sagen, nein, wir können auf keinen Fall dorthin gehen. Und er sagt, dann gehen wir dort rein mit diesen Schals und kein Mensch wird uns stören, wir wissen das. Alle denken, wir sind von der Geheimpolizei. Man sagt, wir kommen dort rein und dann sehen wir das Ehepaar, wie sie total zusammengeschlagen dort liegen. Und es gibt zwar in diesem Dorf andere Christen, aber der Dorfältest hat gesagt, wenn sich jemand erbarmt über diese Menschen, werdet ihr eine Geldstrafe zahlen, also Kontaktverbot. Und die anderen Christen fürchten sich davor. Und auf einmal kommen dann unsere zwei Mitarbeiter rein und man schaut erstmal auch mit Sorgen auf sie und auf einmal sagen sie, praise the Lord. Und praise the Lord ist der Gruß in Indien. Das heißt, morgens, wenn man so über den Campus läuft, sagen alle Leute, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Und stell dir mal vor, du bist dort komplett einsam, total zusammengeschlagen, du hast keine Hoffnung mehr und dann kommt jemand rein und sagt, praise the Lord. Und er sagt, du siehst richtig, wie sie sich aufrichten, wie sie den Rücken durchstrecken und sie Halleluja rufen. Und ich glaube, das ist die Kraft von Gemeinschaft. Und es gibt natürlich diese Storys, wo Christen ihren Glauben verleugnen. Das ist Teil der Geschichte. Das ist nicht so, dass es immer eine Siegesstory ist. Aber sie werden dort standhaft sein und sie werden dort positiv darauf schauen und sie werden bereit sein, durchzustarten, wenn wir an ihrer Seite stehen. Und ich glaube, das ist ein Grund. Wenn wir zusammenstehen, hat das ganz stark damit zu tun, ob sie siegreich sind oder ob sie den Lügen des Feindes genauso glauben, wie wir oft den Lügen des Feindes glauben. Also sie sind keine Helden. Sie sind genauso drauf wie wir, wie du und ich. Isolation finde ich irgendwie spannend. Ich glaube, das ist auch eine Strategie, selbst bei uns in der westlichen Welt. Tobi, was siehst du so, wo wir irgendwie so manchmal uns isolieren und genau eigentlich geistlich manchmal wie so zusammengeschlagen werden, wenn wir es nicht merken? Also ich glaube, in unserer westlichen Welt ist es nicht das Körperliche, sondern eher mit Worten oder mit Konsequenzen, dass wenn ich zu meinem Glauben stehe oder bei gewissen Zeitgeistthemen etwas anderes sage, wie jetzt gerade ein junger christlicher Nationalspieler im Fußball hat einfach nur zu christlicher Ehe was gesagt und zu Identität als Mann und Frau. Und er kriegt so einen Shitstorm ab, dass jetzt Borussia Dortmund, die Fans sagen, sie wollen ihn auf keinen Fall verpflichten als Spieler. Die Nationalmannschaft überlegt, ob er jemals wieder spielen kann. Und das einzige Verbrechen, was er gesagt hat, ist, dass er für christliche Ehe ist und für Mann und Frau. Und jetzt wird gesagt, er ist homophob etc. Das heißt, er kommt jetzt hier Konsequenzen, für ihn nicht Gefängnis, nicht schlagen, aber mit Worten, Shitstorm und seine Karriere ist in Gefahr. Er ist ein Profisportler, Nationalspieler, Jugendnationalspieler. So, das sind so die Sachen, die uns entgegenschlagen. Und ich glaube, uns hilft einfach zu verstehen, dass was uns entgegenschlägt, was uns eigentlich selber Angst macht, ist die Angst des Feindes vor Christus in mir. Und wenn ich das verstehe, was heute Eugen eine super Predigt zugehalten hat, wenn du jetzt erst zuschalte, das schau dir unbedingt an, dann verstehe ich, dass das genau der Moment ist, wo ich nicht einknicke. Sondern egal was passiert, egal was dagegen wird, Gott wird jetzt wirken und er wird auch einen Weg finden. Das heißt nicht, dass ich meinen Job immer behalte, aber Gott hat gute Pläne mit mir. Und ich glaube, es ist gut, das zu trainieren, weil Angst ist die effektivste Strategie des Teufels und Furchtlosigkeit die effektivste Strategie des Heiligen Geistes. Das heißt, die vollkommene Liebe vertreibt Angst. Und deswegen heißt es nicht, dass ich keine Angst habe, sondern dass ich dort reinwachsen will, sagt Heiliger Geist, bring das immer mehr in mir vor, dass, wenn dieser Druck kommt, ich lerne, mit deinem Wort und mit deiner Klarheit darauf zu reagieren. Stark. Gebet ist eine Sache, die jetzt immer wieder kam, die er auch betont hat. Hey, betet für die verfolgte Kirche, was die auch immer wieder betonen. Was steckt dahinter? Warum erkennen die, dass es so eine Kraft hat? Hast du da eine Geschichte oder wie sowas, wo wir uns wirklich merken können, boah, das hat auch in meinem Alltag einfach so eine Kraft? Also Gebet für mich persönlich ist eine strategische Besprechung mit meinem Vater. Das heißt, ich bringe ihm nicht nur die Probleme, sondern ich frage, wie kann ich Teil deiner Geschichte sein? Weil das ist das Geniale, dass Gott sagt, ich möchte dich mit hineinnehmen in meine Gebetserhörung. Ich möchte, dass du mittendrin bist und dass du siehst, wie ich handle.
Und ich glaube, das ist das, was Gebet auslöst, ist, dass es Ressourcen des Himmels wirklich öffnet. Weil alles das, was wir tun könnten, auch als Open Doors, was, wenn alle Kirchen in Deutschland spenden würden, würde es bei weitem nicht die Nöte irgendwie wegschaffen, die verfolgte Kirche hat. Aber ich sehe das immer, wie das bei diesem kleinen Jungen war. Der sagt, ich bin bereit, mein Butterbrot, meine 5 Brote, meine 2 Fische Jesus zu geben, für eine unfassbare Not. Er möchte Teil davon sein. Und Jesus nimmt es und er macht ein Wunder. Und eigentlich das, was wir brauchen, es ist das Wunder. Wir geben unsere 5 Brote und 2 Fische. Wir machen das, was vielleicht in unserer Sphere of Influence ist. Aber ich glaube, dass Gebet ein Auslösendes hat, dass wir Jesu Wunderkraft auslösen. Und ich erlebe das, in Syrien habe ich eine Frau getroffen, eine unfassbar starke Frau. Sie ist eine Nonne und sie hat mehrere 100 Waisenkinder aufgenommen, mitten im Krieg. Und ich frage mich, okay, wie geht das? Ich bin dort, es war so schwierig, dort überhaupt Nothilfe in das Land zu bringen. Oh, genau, wir sehen sie, Sister Annie. Und ich frage sie, wie machst du das? Wie versorgst du so viele 100 Kinder in deinem Konvent? Und sie sagt, also wir beten und Gott versorgt. Und ich denke, what? Also jetzt mal ehrlich, wie machst du das? Und sie sagt wieder, wir beten und Gott versorgt. Und ich habe nochmal nachgefragt und sie hat mich so angeguckt, so, was ist denn das für ein Weirdo aus Deutschland? So ein Christ, der sich vielleicht so nennt wie ein Christ und ich weiß, wie Gebet funktioniert. Ne? Und sie sagt, also es ist ganz einfach, wir beten morgens, weil wir nichts zu essen haben. Und während wir beten, klopft es an unsere Tür und da steht ein Mann vor der Tür und sagt, mein LKW ist liegen geblieben, ich bringe gerade Brot an die Front, aber ich kann das jetzt nicht hinbringen, könnt ihr Brot gebrauchen? Und sie sagt, wir erleben diese Wunder tagtäglich, wie Gott uns versorgt. Und dann erzählt sie von einer Box, wo sie Geld reintut, was Menschen ihr zustecken. Und sagt, mein Job ist es, dieses Kästchen leer zu machen, damit Gott es wieder voll machen kann. So, sie vertraut auf dieses Gebet in einer Art und Weise und sie erlebt es auch. Das ist das Geniale, es funktioniert. Und deswegen sagen sie, okay, es wäre schön, wenn ihr uns helft, aber eigentlich bitte betet, weil das löst die Ressourcen des Himmels aus. Und das ist, glaube ich, das, was hinter Gebet steckt. Was sie sehen, was sie jeden Tag erleben, weil sie darauf angewiesen sind und was sie dann von uns einfordern. Mega stark. Wenn ich jetzt nicht jeden Tag 1000 Brote vor meiner Tür brauche und auch habe, Tobi, wie kann ich trotzdem lernen, strategisch eigentlich mit Gott zu beten und zu schauen, hey, wie kann diese Wunderkraft in meinen Alltag reinkommen? Also wir haben 3 Angebote, die heißen Explore, Get Free und Impact, die helfen dir dort reinzuwachsen in diese Beziehung mit Gott, weil Jesus hat gebetet und die Jünger waren so fasziniert von seinem Gebetsleben, dass sie gesagt haben, lehre uns zu beten, bring uns das bei, dass ich nicht nur meine Nöten dort sage, sondern diese strategische Besprechung habe, das empfehle ich dir sehr. Wir haben auch weitere Angebote, auch online kannst du gucken in unserem College, Leute, für Leute beten, wie geht das eigentlich und vor allen Dingen die Bibel zu beten. Das ist mein Tipp, das haben wir heute im Gottesdienst gemacht, dass man anfängt, wenn man Bibelstellen liest und merkt, die sich aufschreibt, das sind Gebete und die ausspricht mal in Situationen. Das kann ich anfangen zu trainieren. Auch da empfehle ich dir wieder in der Small Group, wenn du keine hast, schreib uns unbedingt, dass du eine Small Group findest, weil es ist leichter zusammen, das einzutrainieren. Ich verabrede mich immer zum Gebet, es ist für mich viel leichter, das zu machen, als jetzt ich für mich alleine. Mega stark. Ich habe es jetzt auch am Mittwoch erst wieder angefangen, weil ich dachte, ah ja, irgendwie gerade mit Bibellesen und Beten habe ich gerade so einen Durchhänger mit meiner besten Freundin. Und ich habe gemerkt, schon der erste Termin, sich einfach mal hinzusetzen, zu sagen, ey, wir beten die Bibel. Wie cool ist das? Weil zu Hause bin ich dann murmel ich das halt so. Und es hat irgendwie nicht die gleiche Kraft, wenn du mit jemandem da sitzt und dich wirklich mal zwingst, hey, wir beten das aus. Wir lassen diese Wunderkraft von Jesus in unser Leben rein. Und Eugen, zum Abschluss vielleicht, was würdest du uns als nächste Generation noch aufs Herz legen? Was ist so dein Herzenspunkt für uns? Also es ist so, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen, dann zoomt er dich nicht oder beamt dich nicht einfach weg in den Himmel, okay? Wäre doch eigentlich eine coole Nummer. Du sagst, Jesus, ich möchte dir nachfolgen und pff, bist du weg. Und er macht das aus einem ganz gewissen Grund, weil er dir einen Auftrag da lässt. Und dieser Auftrag ist sein Auftrag. Am Ende ist es sein Auftrag, dass er sagt, ich möchte, dass ihr immer noch Botschafter seid. Und das ist etwas, was ich der jungen Generation zusprechen möchte, was ich dir zusprechen möchte, der du gerade zuhörst. Du bist ein Botschafter, ein Vertreter des Königreichs des Himmels. Und aus dieser Position heraus, dass du aus dieser Position heraus agierst, dass du aus dieser Position heraus sprichst und wirklich dein Umfeld veränderst. Weil am Ende haben die Systeme dieser Welt wirklich panische Angst davor, dass du verstehst, dass du Botschafter bist. Und ich sage das meinen Kids. Ich sage echt meinen Kids, dort Röntgenstraße, wo wir wohnen, das ist die Botschaft des Himmels. Ich möchte, dass mein Dorf, meine Stadt, meine Straße weiß, wenn sie irgendwie einen Botschafter brauchen, der eine Connection zum Himmel hat, okay, finden sie das in der Röntgenstraße. Und das ist, glaube ich, das, was wir
als junge Generation ausleben sollten, weil irgendwann mal sind wir in Rente. Und ich glaube, die Zeit, die wird noch ziemlich spannend sein. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland auch noch mal auf ein ganz anderes Level an Verfolgung kommen werden. Wo das nicht nur ein bisschen so ein spöttisches Lächeln ist, was? Du glaubst an die Bibel? Und dass es eure Generation braucht, die dann standhaft sind, die dann bereit sind, einen Meter weiter zu gehen wie der Rest der Truppe, die zusammenhalten und die wirklich verstehen, wer in ihnen lebt. Also das wäre mein Wunsch. Eine starke Jugend für die Zukunft. Das hört sich auf jeden Fall richtig stark an. Vielen Dank, Eugen. Vielen Dank, Tobi. Du hast jetzt unglaublich viel gehört. Wenn du unsere Angebote nutzen wirst, um im Gebet, Bibel lesen, was auch immer, wachsen möchtest, dann besuch unsere Webseite www.icf-moenchen.de. Schau da, was du, klick dich einfach durch, melde dich bei uns und auch wenn du dich mehr für Open Doors interessierst, google es einfach, Open Doors, kommst auf die Webseite und da findest du noch vieles mehr. Ansonsten, bis bald.